Hallo Freunde! Wahrscheinlich ist jedem Menschen, der sich für Computerspiele interessiert, mindestens einmal im Leben die Idee gekommen, Profi-Gamer zu werden. Warum denn auch nicht? Es ist ein Job, bei dem man nichts anderes tut, als seiner Lieblingstätigkeit nachzugehen. Das Ganze hört sich nach einem Traumjob an. Die Praxis aber zeigt, dass E-Sport, genau wie jeder andere Beruf, schwierig ist und Selbstdisziplin, Ausdauer sowie viel Kraft abverlangt. Passt also auf! Wenn ihr euch dieses Video anseht, dann seid ihr vermutlich besonders scharf darauf, E-Sportler zu werden. Aber wenn man sich das Ziel setzt, künftig im Zocken so gut zu werden, dass es seine Freunde und Bekannten vom Hocker hauen würde, sollte man sich an den weltweit besten Gamern als Vorbildern orientieren. Genau deswegen haben wir für euch diverse Tricks herausgesucht, deren sich E-Sportler bedienen. Lasst uns loslegen! Lasst uns zunächst über die Einrichtung eures Zockplatzes reden. Selbstverständlich werden wir euch nicht empfehlen, euren alten Rechner wegzuschmeißen und ihn durch einen neuen und super leistungsstarken zu ersetzen oder die Hardware alle paar Monate zu erneuern. Es gibt viel einfachere und günstigere Methoden, seine Gaming-Ausrüstung zu komplettieren. Wenn ihr euch früher wenigstens ein bisschen für Computerspiele interessiert habt, dann wisst ihr sicherlich, dass absolut alle E-Sportler empfehlen, auf eine kabellose Maus oder eine drahtlose Tastatur zu verzichten. Sie meinen, die Reaktionszeit einer drahtlosen Maus ist länger als die einer Kabelmaus. Einem normalen Menschen würde es vermutlich wie eine Kleinigkeit vorkommen, aber für die Gamer sind sogar solche kleinen Dinge wichtig. Darüber hinaus empfehlen die Profi-Gamer, keine Maus mit vielen Tasten zu verwenden. Sie sehen zwar toll aus, aber sie sind völlig nutzlos und lenken ab. Die perfekte Gaming-Maus soll nur zwei Tasten und ein Rad haben. Das war's, mehr braucht man nicht. Was die Tastaturen angeht, sind die Anforderungen nicht so streng. Die meisten Profi-Gamer bevorzugen mechanische Gaming-Tastaturen, aber es gibt welche, die Folientastaturen benutzen. Es kommt drauf an, was ihr dabei empfindet. Ihr solltet nämlich eine solche Tastatur verwenden, die euch praktischer vorkommt. Okay, das mit Maus und Tastatur wäre geklärt. Glaubt ihr, dass wir nun zu den nächsten Punkten übergehen können? Von wegen. Nur wenige wissen davon, dass der Kauf einer guten Maus alleine nicht genügt. Es ist auch wichtig, sich darum zu kümmern, dass das Kabel an nichts hängen bleibt. Ansonsten könnte die Maus euch in einem ganz wichtigen Moment im Stich lassen. Damit das Kabel an nichts festklebt, haben Gamer einen speziellen Halter entwickelt. Sein Preis liegt etwa bei $50. Aber wenn ihr keine Lust habt, euer Geld für eine solche Vorrichtung auszugeben, könnt ihr einen Mauskabelhalter selbst anfertigen. Verwendet dafür eine Büroklammer. Es gibt eine weitere, mehr oder weniger einfache Methode, die Spielleistung eures Computers zu steigern, indem man nämlich die Bildschirm- und Game-Einstellungen anpasst. Die FPS-Anzeige spielt eine große Rolle, wenn ihr treffsicher schießen und schnell auf das Handeln eurer Gegner reagieren wollt. Für diejenigen, die mit dieser Abkürzung nichts anfangen können, an dieser Stelle eine kleine Erklärung. FPS bedeutet die Anzahl der Frames pro Sekunde, die auf dem Bildschirm eures Rechners oder Fernsehers erscheinen. Wenn in Kinofilmen eine Bildwiedergabe mit 25 bis 30 FPS zum Einsatz kommt, sieht es bei Computerspielen ganz anders aus. Der ideale FPS-Wert liegt bei 60 Bildern pro Sekunde. Nur diese Frameanzahl kann nämlich garantieren, dass ein Computerspiel flüssig läuft. Der FPS-Wert hängt von ganz vielen Faktoren ab, wie etwa von der Leistungsstärke eines Computers. Die Profi-Gamer empfehlen diesbezüglich Folgendes. Wenn ihr keinen besonders leistungsstarken Rechner habt, stellt keine Spielparameter auf Maximum. Warum? Weil je höher die Grafikqualität ist, desto ausgelasteter ist der PC, was die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, dass der FPS-Wert sich in einem wichtigen Augenblick verringert. Dies würde euch definitiv daran hindern, treffsicher zu schießen, rechtzeitig auszuweichen oder euch zu verstecken. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen anderen Monitor zu kaufen oder ihr vorhabt, dessen Einstellungen zu durchsuchen, achtet vor allem auf die Herzanzahl. Sie ist für die Bildschirmaktualisierung zuständig. Je höher dieser Wert ist, desto flüssiger ist das Bild. Wenn ihr ein actionreiches Spiel spielt, bei dem sich alles um euch herum bewegt und dreht, dürfte euch der Unterschied zwischen 60 und 120 Hertz nicht entgehen. Steigt auf einem Monitor mit einer höheren Herzanzahl um und ihr werdet bestimmt feststellen, dass ihr viel treffsicherer geworden seid. Jetzt, wo wir mit Computerausrüstung fertig sind, können wir über anderes Gaming-Zubehör sprechen. Und zwar über Gaming-Stühle. Falls ihr nur 30 bis 60 Minuten am Tag spielt, braucht ihr wahrscheinlich keinen speziellen Stuhl. Doch für diejenigen, die gerne länger spielen und am Computer mindestens 2 bis 3 Stunden verbringen, ist ein Gaming-Stuhl kein überflüssiges Spielzeug. Sehr viele Profis haben Stühle der Marken DX Racer oder Clutch, und zwar aus folgendem Grund. Sie sind ergonomisch gebaut, was bedeutet, dass sie für die optimale Körperhaltung beim Sitzen sorgen. Ist es euch schon mal
passiert, dass ihr nach langem Sitzen vor dem Computer Rücken- oder Nackenschmerzen bekommen habt? Dies ist eine vollkommen normale Reaktion eures Körpers. Aber nicht in dem Fall, wenn ihr lange spielen müsst, ohne die Konzentration dabei zu verlieren. Deshalb sind diese Gaming-Stühle so gebaut, um die Belastung der Wirbelsäule so gering wie möglich zu halten und damit die Entstehung von Schmerzen zu verhindern. Anfangs könnte das Sitzen auf einem solchen Stuhl ungewöhnlich erscheinen, aber es liegt daran, dass der Körper an die richtige Haltung noch nicht gewohnt ist. Alle Stuhlelemente lassen sich einstellen, darunter die Position der Kissen, die Höhe und der Drehradius der Armlehnen sowie die Höhe des Stuhls selbst. Wenn man kein passendes Stuhlmodell kauft, könnte es sich unbequem anfühlen, was an seiner ungewöhnlichen Bauweise liegt. Deswegen werden Stühle von unterschiedlicher Größe produziert, damit jeder Gamer etwas Passendes für sich finden kann. Möchtet ihr stundenlang spielen, ohne müde zu werden? Jetzt wisst ihr Bescheid, was ihr euch zulegen müsst. Das nächste, worauf ihr euer Augenmerk richten solltet, ist euer Mauspad. Beim Spielen müssen die Handbewegungen kurz, schnell und präzise sein. Eine unebene oder raue Oberfläche unter der Maus könnte zu einem kritischen Problem in wichtigen Spielphasen werden. Genau deswegen bevorzugen die E-Sportler Profi-Mausmatten. In der Regel haben sie eine glatte und gleichmäßige Oberfläche und bestehen aus rutschfestem Kautschuk. Meistens sieht man bei Profis, dass sie riesige Mauspads haben, die fast die Hälfte des Tisches bedecken. Diese Größe kommt nicht von ungefähr. Erstens lässt sich die Tastatur auf einer solchen Unterlage sogar mit einer Hand bewegen, was für manche Gamer wichtig ist. Zweitens, das Unangenehmste, was einem E-Sportler während eines Spiels passieren kann, ist festzustellen, dass man keinen Platz für die Maus mehr hat. Man muss zum Beispiel rasch den Kopf nach hinten drehen, um sich umzuschauen. Man schiebt die Maus zur Seite und plötzlich stellt man fest, dass man am Ende des Mauspads angelangt ist. Bei einem Profi-Mauspad wäre so etwas undenkbar. Außerdem ist es mehrmals bewiesen, dass sich die Maus auf einer guten Unterlage besser führen lässt, da ihr Sensor auf die Veränderung der Handposition empfindlicher reagiert. Der Tipp, auf den wir gleich zu sprechen kommen, ist ziemlich umstritten, aber wir haben uns trotzdem entschieden, darauf einzugehen. Vielleicht hilft er jemanden. Vergesst aber nicht, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und das heißt, dass etwas, was bei dem einen funktioniert, könnte sich für die anderen als nutzlos erweisen. Manche E-Sportler behaupten, dass sie ihre Fähigkeit, schnell und treffsicher zu schießen, nicht während zahlloser Zockstunden erworben hätten. Ihr Geheimtipp lautet: Simulatoren, mit denen man sein Reaktionsvermögen und seine Treffsicherheit steigern kann. Es existieren viele davon, aber die populärsten werden von Oz und Aim Hero hergestellt, wobei es eigentlich unglaublich viele Spiele dieser Art gibt. Sie alle funktionieren nach demselben Prinzip. Man muss möglichst schnell die Icons anklicken. Und je höher das Level ist, desto schneller muss man diese Aktion ausführen. Manche Gamer benutzen diese Simulatoren vor einem Spiel, um sich quasi darauf einzustellen und sich sozusagen warm zu klicken. Aber wisst ihr was? Es gibt Profis, die so etwas nie tun und die Simulator-Technologien zur Steigerung des Reaktionsvermögens für blöd halten. Sie sind der Meinung, dass ein Spiel das beste Training ist. Ob ihr sowas braucht, müsst ihr also selbst entscheiden, okay? Falls ihr feststellen solltet, dass es nichts bringt, könnt ihr ruhig damit aufhören, um keine Zeit zu verschwenden. Stills himself, steadies the nerve, spots up there! Zipnix needs to land some beautiful shots. One is good, the second's better! Off he peeks the angle guardian, gonna slide out, gets a second, he'll be pressured by Dupree next, but he's scoped up! Man könnte eine andere Methode ausprobieren, die zwar nicht von allen, aber dennoch von ziemlich vielen benutzt wird. Es ist so, dass es bei den First-Person-Spielen sehr wichtig ist, das ganze Umfeld um sich herum zu kontrollieren. Dafür benötigt man einen guten Überblick, den man nicht bekommt, indem man nur seine Hand bewegt. Die Position der Kamera lässt sich zwar verändern, aber das reicht nicht. Seitlich bleiben trotzdem blinde Zonen, bei denen man überflüssige Bewegungen machen muss, um sie im Blick zu behalten. Um dieses Problem zu vermeiden, machen manche Profis Ellbogenbewegungen. Genau bei dieser Spieltechnik braucht man übrigens unbedingt eine große Mausmatte. Aber ein nicht ausreichend großes Mauspad ist nicht das einzige Problem, mit dem man konfrontiert werden könnte. Oft stellt man fest, dass man keinen Platz hat, um sich die Ellenbogen abzustützen, da die Größe des Mauspads oder gar die des Tisches nicht ausreichend ist. Es gibt einen Ausweg aus dieser Situation. Und zwar indem man sich schräg zum Tisch setzt. Diese Körperposition sorgt dafür, dass man genügend Platz hat, um sich mit dem Ellbogen abzustützen oder eine Handbewegung zu machen. Vergesst aber nicht, die Tastatur und den Bildschirm auch ein bisschen zu drehen. Zu guter Letzt noch ein paar Tricks für die kompromisslosesten Gamer unter euch. Möchtet ihr eure Spielfertigkeiten um jeden Preis steigern und ihr schreckt vor nichts zurück? Dann sind die nachfolgenden Tipps genau das Richtige für euch.
Den ersten könnt ihr gut gebrauchen, wenn ihr etwas überhitzt seid. Sowas kommt vor, wenn man nach langem Sitzen müde geworden ist und merkt, dass man nicht mehr klar denken kann. Ein Laie hört in einer solchen Situation einfach auf zu spielen und geht an die frische Luft. Aber für einen Profi ist eine Erholungspause ein zu großer Luxus. Manche spritzen sich kaltes Wasser ins Gesicht, um sich zu erfrischen. Und jemand hat sich eine interessantere Methode ausgedacht. Jordan Gilbert, mehr bekannt als Nothing. Er nutzt die Aufwärmzeit vor einem Spiel zum Abkühlen, indem er sich eine Tüte Eis auf den Kopf legt. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Es ist eine extreme Methode, finden wir. Aber er braucht das Eis dafür, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Denn im Laufe eines Spiels kann es sehr, sehr heiß werden. Und noch ein kleiner Tipp. Nachdem ihr euren Kopf abgekühlt habt, vergesst nicht, eure Hände zu erwärmen. Denn eure kalten Hände würden euch daran hindern, die richtigen Tasten zu treffen und schnell genug mit der Maus zu klicken. Hier ist der letzte Trick für heute, den ihr beim Spielen verwenden könnt. Um sich dessen zu bedienen, braucht ihr euch nicht im Vorfeld darauf vorzubereiten. Stellt euch vor, das Spiel ist in seine heißeste Phase eingetreten. Ihr seid hochkonzentriert und dürft euch von nichts ablenken lassen, geschweige denn den Blick vom Bildschirm abwenden. Ihr seid kampfbereit, was man allerdings nicht von eurer Maus behaupten kann. Sie spinnt und reagiert auf gar nichts. In einer anderen Situation könnte man dieses Problem ganz leicht aus der Welt schaffen, indem man einen Lappen in die Hand nimmt und den Maussensor reinigt. Aber unter diesen Umständen könntet ihr den Sensor kurz ablecken. Genau das tat Jasper Wechsel während eines Counter-Strike-Matches. Wir sind uns sicher, dass es eine wirkungsvolle Methode ist, die dabei hilft, den am Maussensor angesammelten Staub loszuwerden. Aber bitte wendet diesen Lifehack nur in Notfällen an, okay? Da sind immerhin Keime und alles Mögliche drauf. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone. Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein, so schnell wir können.